Ja, willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Diablo 1, der Hellfire HD-Version. Wir sind immer noch in Level 3 der Krypta, wo ich mich hier in der Ecke versteckt habe. Nachdem wir ja ziemlich böse beschossen wurden. Mal wieder. Und ja, ich muss sagen, ich mag die Musik hier unten nicht. Hallo, ist hier jemand? Ja, ein paar von euch hier. So. Naja, toll. Oh, die können hier durchschießen, die Säcke. Und da sind noch mehr von ihnen. Ach du meine Güte. So, wir sind noch hier oben. So, gut, jetzt sind noch die hier übrig. So, Geld. Hier ist eine Krone gedroppt. Da ist auch noch mal Geld. Au. Hier drin ist nichts. The Scroll of Town Portal. Praktisch. Hier jemand drin? Nö, hier ist nichts drin. Journal the End. Ah ja, stimmt, das haben wir schon von da oben gesehen. Was sagt das Journal? My time is quickly running out. I must record the ways to weaken the demon and then conceal that text, lest his minions find some way to use my knowledge to free their lord. I hope that whoever finds this journal will seek the knowledge. Ja, wir wissen ja schon von dem Text, den wir im Inventory haben, dass wir Grimoires in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren müssen. Aber nicht in welcher Reihenfolge. So, da oben geht's natürlich weiter. Da haben wir Gold übersehen. Da auch überall. Ja, die letzte Aufnahmesession ist schon ein bisschen her, muss ich zugeben. Deswegen muss ich so ein bisschen rekapitulieren, was so passiert ist.
Da geht's rein in eine Kammer. Ja gut, diese Flash-Things, die sind jetzt nicht sonderlich stark. Hier drin ist nichts. Okay. Noch ein Buch über Narkul. The entrapped creatures' howls of fury keep me from gaining much needed sleep. It rages against the one who sent it to the void, and it calls foul curses upon me for trapping it here. Its words fill my heart with terror, and yet I cannot block out its voice. Ja, er hört die Stimme von Narkul in seinem Kopf. Narkul, nicht Narkul. Nicht Ner'zhul. Falsches Spiel. Aber auch von Blizzard. So, das heißt, wir haben hier den Flügel geklärt, den Flügel da oben geklärt. Wir haben nur noch das da und das da hinten zu klären. Was aber auch immer noch ziemlich viel sein könnte. Oh, du hast ein Buch gedroppt. Ich hab's genau gesehen. Die sind sogar resistent gegen alles. Also ja, da steht Resist Fire Lightning, Fire Magic Lightning, also gegen alle drei Sachen. Diese gegen Fire und Lightning resistent. Naja, zum Glück benutze ich kein Fire und kein Lightning, sondern einen Knüppel. So, hier ist auch gerade nichts mehr. Interessant. Das heißt, wir haben nur noch das da unten. Und da sind wir eigentlich mit Ebene 3 durch. So, da liegt eine Breitaxt, die wir nicht brauchen. Elixir of Magic? Oh, warum nicht? Wow. So könnte das immer gehen. Immer noch ein paar viele. Aber wir kriegen sie eine nach dem anderen um die Ecke gelockt.
So. Jetzt gehen wir hier rein und werden von noch mehr beballert. Hier stehen wir gerade gut. Hier trifft uns nämlich der Typ nicht mit seinen gelben Blitzen. Nur der trifft uns. Ja, komm hierher. Sehr schön. So, das war ein großer leerer Raum. Bringt uns aber Level 26 näher. So, das heißt World of Town Portal. Kane, identifiziere Hello, mal. My friend. Stay a while and listen. Minus 4 Damage vom Enemies, naja. Und Hit Points, auch naja. Wow, what can I do for you? Also beides nicht wirklich nützlich für uns. Weil meine unsere Krone gibt uns schon Hit Points, gibt uns aber auch Fire Resistance. Wir haben eh hier Arcane Sweller. Haben auch jede Menge Geld wieder. What ails you, my friend? So, was hast du wieder für uns Schönes an? Nur Elixir of Magic, das brauchen wir nicht. Gut. Naja, nehmen wir mal die beiden Blacksmith-Holz. Reparieren damit unser Zeug ein bisschen. Wow, what can I do for you? Und die reparieren bis so. Gut, dann zu Adria. I sense a soul in search of answers. Greater Wall of Fire kann weg. Das Book of Mobilization kann weg. Scroll kann weg. I sense a soul in search of answers. So, was verkaufst du? Nichts. Also kein Buff-Trank gerade. Schade. What ails you, my friend? Das heißt, wir müssen bei Pepi 12 Heiltränke kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und wieder eins zu viel. Zwei so viel sogar. Auch gut. Dann Auric Amulets schnuppen. Gold absetzen. Das wieder dahin parken.
Speichern. Und da geht's jetzt ab in Level 4. Mal sehen, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall nichts Gutes. Wow. Okay. Biklops, nicht ein Cyclops, sondern ein Biklops. Der Reaper, okay. Gut, dass wir so viele Heiltränke gekauft haben. Book of Town Portal. Bringt uns allerdings noch nicht so viel, da unser Mana eh meistens leer ist. So, erst bitte den weg. Der ist nämlich bösere als die anderen. Tag hier zwei. Oh, großer Raum, nein. Du Sackgesicht, bleib da. Danke. Irgendjemand hier drin? Nein, hier ist niemand drin. Bisschen Gold absammeln. Dann gucken wir mal, was uns da oben erwartet. War ja klar. Au. Also, ja, die Steuerung. Ist ja auch immer so. Oh, 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 wie viele sind denn da? Oh. Oh,
War ja irgendwie klar, dass da noch auch noch welche sind. Ihr geht mir sowas von auf den Sack, ey.